Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem zweiten Kochvideo. Mein Name ist immer noch Maximilian Knapp und auch heute habe ich mir wieder jemanden zum Kochen eingeladen. Und zwar den Mario. Hi. Hi Mario. Hi. So Mario, jetzt siehst du hier unseren Warenkorb. Was denkst du, könnte man daraus kochen? Boah, also ich wäre für Pizza. Ja, Student halt, gell? Aber nein, wir kochen keine Pizza, sondern wir kochen heute Schweinefiletröllchen mit Kräuterfrischkäsefüllung und dazu Kroketten und Salat. Ja, das hat sich lecker. Gut, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Zutaten. Die Zutaten. Als erstes haben wir hier 250 Gramm vom Schweinefleisch, je Scheibe, und ein bisschen Bast zum Festbinden nachher. Dazu haben wir eine Packung Grana Padano, eine Packung Exquisa, einen Bund Petersilie, einen Bund Basilikum, eine Paprika, einen Salatkopf, eine Packung Kroketten, Salz, Pfeffer haben wir hier hinten, Chili, Balsamico-Essig, Vanillezucker und etwas Öl. Das wären auch schon die Zutaten für unser Menü. Und jetzt kommen wir zum Schnibbelteil. Dann fangen wir mal mit dem Schnibbeln an. Zuerst legen wir mal den Grana Padano zur Seite und den Exquisa ebenfalls. Und du bekommst von mir den Basilikum zuerst mal. Da pflückst du den von den Stielen ab. Das mache ich auch eben mal schnell. Und dann die Stiele halt entsorgen. Genau. Also schön klein zupfen. Genau. Und das reicht dann auch schon, wenn es so ein bisschen abgezupft ist. Und dann hacken wir das Ganze klein. So. Schön zusammennehmen. So, das kann man auch schön grob hackseln, ja, schneiden. Das muss gar nicht so fein werden. Auch bei dir, acht darauf, dass es nicht zu fein wird, weil man soll ja von den Kräutern auch noch ein bisschen was schmecken. Und je mehr du das zerdrückst, desto mehr geht es ins Holzbrett rein. Und das wollen wir ja nicht. So, also, wenn wir das dann so grob gehackt haben, nehmen wir die Schüssel und geben es direkt in die Schüssel rein. Zuerst den Basilikum. Nee, erst die Petersilie natürlich. Und den Basilikum auch noch hinein. Dann haben wir das alles in der Schüssel drin. Dann gehen wir zum nächsten Schritt über. Und zwar nehmen wir uns den Frischkäse. Und da habe ich jetzt extra diesen Portionierer hier mitgenommen. Gibst du mir den mal? Nicht den. Das ist der Portionierer. Ah, der Eislöffel. Der Eislöffel. Also wenn man nichts anderes zur Hand hat, kann man auch einen Eislöffel nehmen. So, dann gibst du mir die Schüssel nochmal rüber. Und dann nehmen wir da ungefähr 150 Gramm von dem Frischkäse rein. Der ist schon mit Kräutern, weil dann wird es nachher umso intensiver. Ja, also 150 Gramm, da sind so 200 Gramm drin, dann passt es. So, dann haben wir das da drin, wunderschön. Und dann kommen wir zum Grana Padano, mein Lieblingskäse. Dein auch? Nee, ich stehe auf Chili. Das war nicht immer die Witze. Ja, riech mal. Lecker. So, dann gehen wir da ungefähr die Hälfte auch, das sind 100 Gramm, gehen wir ungefähr die Hälfte, 50 Gramm, da schön hinein. So, ist das die Hälfte? Ja, passt. Gut. Ist es jetzt halb voll oder halb leer? Das ist die Frage. Zeit zum Nachfüllen, oder? Egal, also, jetzt haben wir alles drinnen und jetzt würde ich sagen, rühren wir einfach um. Shake it crazy, ah, shake it. Kann man da nicht irgendwie so einen Special Effekt oder so einfügen? Yeah. So. Ja, das hört sich gut an, das hört sich gut an. Ja. Wenn das schön übereinander ist. So eine verrührte Creme und die können wir dabei zur Seite stellen. Und das Tolle an diesem Eislöffel, Schrägstrich Löffel überhaupt, ist, dass man damit auch Schnitzel oder Fleisch klopfen kann. Ist ja schwer genug. So, dann würde ich sagen,
darfst du die Schnitzel klopfen. Ja, Schenkelklopfer, Schnitzelklopfer. So. Bitteschön. Darfst du jetzt schön ausklopfen. Und ich werde mich dabei nochmal... Oh, da hat es an der Tür geklopft. Ah! Was soll das werden, wenn es fertig ist? Ist ja noch Schnitzel klopfen, oder? Also eins bleibt in meinen Videos immer gleich. Ich habe immer eine Küchenhilfe, die keine Ahnung hat von dem, was sie macht. Tja! So, so geht das hier, ja? Das lebt aber nicht mehr, oder? Das hilft nicht mehr. Gut, wunderbar. Dann haben wir Schweizer Schnitzel. Der gute Käse, was ist denn los? So, dann kommen wir wieder hierher und dann nehmen wir jetzt da so, ja, so ein bisschen auf jeden Fall und geben das hier so drauf. Portionierer, ich hab's gelernt. Genau. Portionierer. Geben das hier so drauf. Dann kann ich noch ein bisschen mehr. So. Schön verteilen. Also eins muss ich sagen, McDonald's kommt gegen dich nicht an, oder? Nee, das glaube ich auch nicht. So. Wenn das dann verteilt ist, nehmen wir die Roulade. Und was macht man mit einer Roulade? Schieben! Nein. Fuck! So, du darfst jetzt Folgendes machen, und zwar dir diese Schnur schnappen und hier 1, 2, 3 mal rumbinden. Also das heißt immer ein Stück abschneiden, rumbinden. Und ich klopfe dabei die Schnitzel und wir sehen uns wieder, wenn wir fertig sind. Gut, jetzt sind wir auch schon fertig. Wir haben unsere Rouladen zusammengerollt, alle verknotet und jetzt müssen wir sie eigentlich braten. Gleichzeitig holen wir uns noch die Kroketten, weil die Kroketten, ne, können wir jetzt endlich in den Ofen schieben. Wir haben uns vorher schon fünfmal gefragt. So, dann auf geht's zum Herd. Tada! So, dann sind wir jetzt bei mir in der Küche. Ja, wir haben gesagt, wir machen jetzt die Kroketten in den Ofen. Das darfst du jetzt als erstes einmal machen. Den Ofen bei ca. 170 Grad vorheizen. Kroketten auf ein Backblech oder auf ein Gitter, schön verteilen und schieben dann die Kroketten mit ein wenig Salz in den Ofen. Dann, lieber Mario, die Pfanne vorheizen, große Platte, na, na, jetzt, meine Wurstfinger können da nichts ausrichten. Komm, Chita, so, Wurst. Wir haben das Fleisch tun wir noch kurz mit ein bisschen Chili-Pulver abwürzen, ein wenig Pfeffer abwürzen, so, ein bisschen mehr von außen, dann einmal drehen. Das Ganze noch von der anderen Seite mit ein bisschen Pfeffer abwürzen und ein bisschen Chili. Dann geben wir ungefähr einen Löffel Öl in die Pfanne und vielleicht noch einen zweiten, je nach Pfannengröße. Den ein bisschen verteilen und dann warten wir, bis das Fett heiß ist. Dann dürfte die Pfanne inzwischen genügend heiß sein. Testen kann man das, indem man einfach seine Hand reinlegt. Guck mal her. Oh mein Gott. Nee, die Pfanne müsste heiß genug sein. Wir legen jetzt das Fleisch rein, immer mit der Kante, wo man es zugebunden hat. Genau, es brutzelt schon schön. Und das Ganze ungefähr insgesamt 6 Minuten. Und dabei, also maximal 8 Minuten, 6 bis 8 Minuten. Und dabei das Ganze schön rundherum einmal anbraten. Das sieht nachher aus.
besten nehmen Sie dazu zwei Gabeln. Da können Sie es nämlich schöner drehen. So, herzlich willkommen. Jetzt gibt's wieder Maxis verrückten Serviettentrick. So, ich habe dir auch eine Serviette mitgebracht. Die hat welche Farbe? Ich bin farbenblind. Echt? Also die ist dunkelgrau. Dunkel. Nochmal dunkelgrau. Stimmt. Eigentlich ist sie schwarz. Wie deine Seele. So, pass auf. Wir machen folgendes und zwar falten wir sie bloß in der Mitte auf. Das ist heute ein ganz schneller Serviettentrick für Doofies eigentlich. Genau, in der Mitte auffalten. Perfekt. Und dann falten wir einmal so runter. Zack. Und einmal so runter. Zack. Und dann falten wir das Ganze einmal zusammen. Und dann kannst du hier oben anziehen. Die Serviette aufstellen. Und ach, dann wie im Restaurant. Maxis verrückten Serviettentrick. Das Fleisch haben wir jetzt 8 Minuten lang angebraten. Jetzt geben wir das Fleisch samt der Pfanne, am besten eine Alugusspfanne verwenden, unten in den Herd hinein und schieben das hier rein und lassen das die restliche Zeit, wo die Kroketten backen, also jetzt noch circa 10 Minuten im Ofen nachgaren. So. Ich habe schon mal die Paprika geschnitten. Du hast die Paprika geschnitten? Ernsthaft? Natürlich. So, dann würde ich sagen, du Salatkopf, wasch den Salatkopf auch noch. Auf geht's. Und das im Zeitraffer. Moment, wie schneide ich nochmal Salat? Oh Mann, du Trottel! Natürlich, spielst du einmal einen Salat, dann zeige ich es euch nochmal schnell, bevor wir in den Zeitraffer gehen. Und zwar schneidet man die äußere Kuppe ab. Die sind so heutzutage zu nichts gebraucht, diese Küchenhilfen. Und dann reißt man das hier raus und wenn ein bisschen Schimmel drin ist, einfach wegschneiden, großzügig. Ich mag Salat eh nicht so sehr. Nur das steht leider im Rezept. So, dann großzügig ausschneiden, abreißen und die Salatherzen auseinanderreißen. Das nennt sich auch den Salat zupfen. So, dann den Salatkopf waschen. So, und da bin ich auch schon wieder, den Salat schön gewaschen, alle Reste entfernt. Dann geben wir jetzt zuerst mal die Paprika hinein, die der Mario so schön geschnitten hat. Den Rest vom Grana Padano Frischkäsemix können wir da auch hineingeben. Schmeckt bestimmt ganz lecker. Schauen wir mal. So, dann kommen wir zum Dressing. Da habe ich ein halbes Glas Öl, ein bisschen Balsamico, Salz, Zucker, Vanillezucker. Da gibt es einen speziellen Geschmack. Den geben wir jetzt schon mal in das Öl hinein, den Vanillezucker. So. Dann etwas Salz. Kann gut ein bisschen was rein. So. Dann ein bisschen Chili dazu. Für die nötige Schärfe. Und ein bisschen schwarzer Pfeffer zum Abrunden. Und natürlich einen Schuss von Balsamico-Essig. Nicht zu viel, weil der ist sehr stark, der Balsamico-Essig. So. Gut durchrühren, dass es emulgiert. Mario, wo bist du eigentlich? Ja, ich bin hier. Der ist wieder eine Pause, Mann. Ach, was machst denn du schon das hier? Essig? Ich habe ein Essig-Öl-Dressing gemacht. Mhm. Und es ist noch ziemlich schwarz. Aber wenn man das richtig durchrührt, verbindet sich der Essig mit dem Öl. Der Geschmack. So, dann die Pampe drüber, über den Salat. Und dann holen wir noch einen zweiten Löffel raus, wenn dann ordentlich durchgemixt ist. Lecker. Der Mario, der hat jetzt probiert. Der schmeckt, oder? Ja, alles dran, kann man lassen. Gut, dann können wir den Salat schon eigentlich auf den Tisch stellen. Ja! Funktioniert einwandfrei.
Essen! Und ich würde sagen, wir schauen noch kurz in den Ofen rein. Aber ich glaube, so in 5 Minuten müsst ihr das Essen haben. Und dann gibt's lecker, lecker Essen. Du hast Hunger? Ja. Ja. Fleisch. Ja. Ja, aber bevor wir jetzt endlich auch essen dürfen, muss natürlich noch unser Testesser probieren. Und dazu habe ich heute mal wieder eingeladen den Heinrich. Heinrich, herzlich willkommen. Hi. Hallo, grüß dich Heinrich. Servus Maxi. So, ja, wir haben für dich was gekocht. Gibt leckere Schweineröllchen, gefüllt mit Frischkäse, dazu Kroketten und natürlich auch einen leckeren Salat. Oh, so, cool. Ich richte jetzt den Teller her und wir sehen uns bei der Bewertung wieder. Und jetzt die Bewertung. Also, erstmal vielen Dank. Man kann es essen, das ist schon mal sehr, sehr gut. Also, was lässt sich zu dem Gericht sagen? Das Fleisch war optimal durchgebraten, die Kruste war auch nicht zu kross. Fand ich sehr lecker, die Füllung optimal. Quark, man hätte vielleicht etwas mehr noch würzen können nach meinem Geschmack. Oben vielleicht noch ein Salbeiblatt drauf oder so, hätte noch mal ein bisschen extra Aroma gegeben. Ist aber eine kleine Nebensache, ansonsten super Fleisch. Die Kroketten waren natürlich nicht selbst gemacht, aber das ist auch schier unmöglich, kann ich verstehen. Waren lauwarm, in Ordnung, kann man noch essen, waren super. Hätte man vielleicht auch etwas weniger Salz dran tun können, weil ihr habt, glaube ich, extra noch ein bisschen Salz dran getan. Richtig, hätte nicht sein müssen. Und zum Salat kann ich sagen, der hatte auf jeden Fall ein optimales Dressing. Man kann sagen, er war praktisch perfekt. Ich mag das auch, wenn der eher so mild ist vom Dressing her, nicht zu überzogen mit den Kräutern. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Zum Gesamtgericht kann man sagen, es hat perfekt miteinander harmoniert. Sehr gut zusammen geschmeckt, das Fleisch mit dem Salat, der Salat eher mild und fruchtig, das Fleisch eher pikant, hat mir sehr gut gemundet und ich muss ganz ehrlich sagen, das Gericht fand ich sehr lecker, in meiner Wertung kriegt es 9 von 10 Punkten. So, liebe Leute, die Teller sind leer, die Pfannen sind leer, das Einzige, was noch da ist, ist der Salat, meistens so. Dann war es das auch schon wieder von unserer kleinen Kochinspiration. Hat so ziemlich geschmeckt, muss man schon sagen. Muss man nochmal erwähnen. Ja, Max, danke dir für das leckere Essen. Ich hätte nicht gedacht, dass man aus Pizza so viel machen kann. Respekt, super, danke. Hat mich richtig gefreut. Also hat echt lecker geschmeckt, danke. Gut, dann wünsche ich dir einen guten Nachhause. Ja, ich muss auch echt langsam rein. Meine Mutter, die kocht so gut, wenn ich so spät nach Hause komme. Ja, da hast du es aber gut, weil meine Mama, die kocht nichts, wenn ich heimkomme. Ja.